zehn Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter hab neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 10. Folge unserer Evolutionstheorie-Serie, die eigentlich angefangen hat, als vielleicht ein, zwei Videos machen zu wollen und inzwischen dann doch ein wenig ausgelaufen ist, auch aufgrund des Artikels, den wir hier lesen, von Was Darwin nicht wusste. Und da gibt es so viele Dinge, die wir dann noch anmerken möchten, dass mein Bruder Max, der mit die Serie mit mir zusammen macht, und ich immer wieder ein kleines bisschen abschweifen und das halt immer noch 10 Seiten vor uns haben, bis der Artikel soweit durch ist. Aber dann wird die Serie auch mehr oder weniger beendet sein. Die Serie ist vielleicht dann beendet, aber nicht das Thema. Weil das Thema, sich mit der Evolution zu beschäftigen oder mit der Schöpfung zu beschäftigen und die Schöpfung gegen die Evolutionstheorie zu halten und die Evolutionstheorie als die satanische Organisation oder Lehre aufzudecken, die sie wirklich ist, ist etwas, was sich natürlich immer durch das Ministerium eines Christen zieht. Und das ist sowohl Maximilian in seinen zukünftigen Videos dann, als ich auch in meinen zukünftigen Videos, auch wenn ich natürlich den Nachdruck auf andere Dinge lege. Aber Evolution habe ich auch früher mich mit beschäftigt, werde ich auch in der Zukunft noch machen. So, für heute ist es so, dass ich erstmal gesagt habe, Max macht jetzt erstmal eine kleine Einleitung, wenn er denn was hat. Und dann gehen wir gleich in den Artikel rein und wir werden sehen, womit wir uns dann heute in diesem wunderbaren Artikel beschäftigen. Also möchte ich jetzt den Max erstmal ganz herzlich begrüßen zur Sendung heute, möchte ihn vorstellen und herzlich willkommen heißen. Hallo Max. Ja, hallo Jörg, hallo in die Runde, ihr alle Zuhörer. Ja, auch ich freue mich wieder auf die Lesung heute und habe jetzt auch nicht allzu viel zur Einleitung. Ich habe mich in den letzten Tagen viel mit gewissen, ich sag mal, Ministerium auf YouTube befasst. Living Waters nennt sich das. Das hat der Ray Comfort, der vielleicht auch einigen was sagt, ins Leben gerufen. Der befasst sich also viel auch mit so, anti-evolutionistischen Videos oder zeigt halt auf, wie man sich am besten mit Atheisten unterhält. Es ist an dieser Stelle aber auch noch davor zu warnen. Also es wird dann in keiner Weise darauf eingegangen, wer der Antichrist ist. Oder auf wahre historische Hintergründe näher eingegangen. Er geht dabei im Wesentlichen auf große, allgemeingültige, aus dem Schulunterricht Tatsachen ein, sage ich mal. Also er nennt da immer Beispiele wie Hitler, dass das ein grausamer Diktator war und so weiter. Aber er schlägt nie den Bogen, dass das also alles römisch-katholische Kirche ist, im Grunde genommen. Und er benennt so insofern also auch den Antichristen nicht. Das sollte einem bewusst sein. Nichtsdestotrotz habe ich da sehr viele nützliche Dinge für mich rausziehen können, denn wenn er zum Beispiel Atheisten befragt, und so hätte ich wahrscheinlich auch geantwortet, dass wenn mich früher mal wer gefragt hätte, was ich glaube, ob ich Atheist wäre, hätte ich auf jeden Fall auch gesagt, ja, ich bin, denke ich, Atheist, auf jeden Fall. Das erscheint mir logisch. Ist mir halt aufgefallen, dass da nützliche Punkte kommen, wie man mal einen Atheisten vielleicht auch anregen könnte, mal ein bisschen drüber nachzudenken, an was man eigentlich glaubt. Denn wie uns Henrik Rettengenis ja mal in seinem Buch erzählt hat, wissen viele Menschen gar nicht, was sie glauben und warum sie glauben, wie sie es tun. Und ich denke, das ist hier das große Problem. Weil wenn man sich mit einem Atheisten unterhält, das habe ich zumindest auch schon öfter erlebt, dann halten die sich zwar eindeutig für einen Atheisten, ja, aber dass jetzt aus nichts alles entstanden ist, das wollen sie dann auch wieder nicht glauben. Ja, und da kommt eben genau diese Aussage von Henrik Rettengenis zu tragen. Ich für mich habe sehr nützlich empfunden, den Vergleich mit dem Buch. Also er hat halt jemanden gefragt, ne, halten Sie sich für einen Atheisten? Und die Antwort ist dann ja. Und er zeigt ihnen dann ein Buch. Also irgendwie, es kann auch ein Heft sein oder irgendwas. Ne, und sagt dann, glaubst du, dass dieses Buch durch Zufall entstanden ist? Dass also diese Broschüre hier einfach vom Himmel gefallen ist und sich die Zeichen alle so zufällig geformt haben, die Bilder zufällig die Tinte angeordnet hat und dann dieses Buch entstanden ist. Und natürlich ist der logische Schluss da, nein, da muss es natürlich einen intelligenten Urheber geben, der dieses Buch so in Auftrag gegeben hat, gedruckt hat und rausgebracht hat. Er schlägt dann den Link zum menschlichen Chromosom, also zur DNS,
zur Desoxyribonukleinsäure, also zur menschlichen DNS. Ja. Was im Grunde genommen nichts anderes ist als ein Buch. Die Wissenschaft selber nennt es ja das Buch des Lebens, aufgrund der Fülle der Informationen, die die DNS enthält. Und ja, bringt die so ein bisschen zum Nachdenken. Und ich fand das einen sehr interessanten Punkt, weil wir haben ja letztens auch schon mal erwähnt, dass die Informationsfülle, die in der DNS in jeder menschlichen Zelle enthalten ist, eine so massive Informationsfülle ist, die ja jedwedes menschliche Programm oder programmierte Programm jeden Quellcode bei weitem übertrifft. Ich glaube, da gab es das Gleichnis mit der Entfernung zur Sonne, also der gelehrten offiziellen Entfernung zur Sonne, die nicht der Wirklichkeit entspricht, dass man da einen Stapel, mehrere hundert Mal hin und her. Hast du das Gleichnis noch im Kopf, Jörg? Er war auf jeden Fall. Ich glaube, das war auf mehrere tausend Mal um den Äquator rum oder aber mehrere Stapel zur Sonne hin und zurück. Ne? So, diese Fülle an Informationen enthält im Grunde genommen die DNS. Du meinst die, wie lang diese ganzen Nerven oder die ganzen DNS-Stränge sind oder was? Ja, ich weiß noch, das vom Gehirn, das war 500.000 Kilometer wohl. Ja, das waren die Nervenstränge, die Reize dann weiterleiten insgesamt, ne? Also die dann die Informationen weiterleiten. Das war einfach nur der Vergleich, dass wir also schon etwas sind oder der Mensch etwas ist, was also auch darauf ausgelegt ist, Informationen weiter zu führen. Sprich, die Information muss also auch also der Körper ist einfach nur angepasst an Informationen, die irgendwo vorhanden ist. Das ist der Vergleich damit. Worauf ich hinaus will, das kann man auch jeder leicht selber rausfinden. Jeder Mensch hat ja 23 Chromosomen. Ja, und also es sind halt immer dann, da nochmal zwei zusätzlich für, ein Paar zusätzlich, also insgesamt 23, sprich 46, sind in jeder menschlichen Zelle vorhanden. Und diese Information, die da zugrunde liegt, die übertrifft jedes menschliche Buch oder jeder menschlichen Quellcode oder was auch immer bei weitem. Ja. Und für mich war der Punkt einfach sehr, sehr erhellend, weil wenn man sich jetzt fragt, ja, könnte ein Buch einfach so zufällig entstanden sein, ist ja die logische Antwort nein. Ja, aber dieser menschliche Code des Lebens, ja, das Buch des Lebens, die DNS, die soll dann durch Zufall entstanden sein, das ist ja absolut unlogisch. Ja. Und das ist also ein Punkt, der mich da auch wirklich sehr überzeugt hat und ich da immer noch am Überlegen bin, wie man da mal, also gut, es ist natürlich auch mal die Frage, wem begegnet man, mit wem setzt man sich auseinander. Ich für meinen Teil habe halt immer festgestellt, dass es im meisten Fall der Fälle immer ein Atheisten ist, den man da vor sich hat, weil das ja so das ist, dass wenn man nach der Schulbildung in unserem Land fertig ist, dass es eigentlich die gesunde menschliche Ansicht ist, die man meint, also logischen Schlusses zugrunde liegend vertreten sollte. Ja? Und also ich habe auch Zeit meines Lebens immer gesagt, ich bin Atheist und denke, dass das also auch ein interessanter Punkt ist, um sich damit ein bisschen auf solche Menschen einzulassen oder die aber in die richtige Richtung bringen zu können. Dass man also die DNS einfach mal deutlich darstellt als Buch des Lebens. Und denn nichts anderes ist es. Es ist ein absolut intelligenter Quellcode, der so massiv Informationen enthält, dass es das sollte einem jedem dann an der Stelle zu denken geben. Und mir persönlich hat es insofern auch geholfen. Ich habe nämlich letztens auch mit jemandem gesprochen und ich bin da so in diese Richtung auch mal gegangen. Und man merkt auch wirklich dann, dass diese Leute auch wirklich tatsächlich mal anfangen, sich Gedanken darüber zu machen. Ne? Oder zumindest mal, ja, dass man etwas gesät hat. Ja, das heißt ja noch lange nicht, dass die Leute dann auf einmal den ganzen Weg gehen und gleich die Bibel anfangen zu lesen, aber es reicht ja schon einfach mal ein Hint in die richtige Richtung. Ne? Und insofern würde ich dann euch einfach mal empfehlen, schaut euch das mal an, behaltet im Hinterkopf, dass der also auch wirklich dem Futurismus da zum Opfer gefallen ist. Nichtsdestotrotz sind die anderen Früchte insofern ja gut, da er die Menschen ja zur Bibel führt. Also insofern ist Living Water schon etwas, was man sich mal angucken kann. Sollte aber natürlich immer darauf hingewiesen werden, wo also da noch Falschlehre ist, wenn man da nicht ganz fest im historischen Lichte der Bibel unterwegs ist. Ne? Und das sieht man dann halt auch in dem Ding, die jetzt hier Jörg gerade aufgemacht hat, dass er also Hitler dann immer benennt, aber nie den Link zieht zur römisch-katholischen Kirche. Und das ist eigentlich schade, dass es dann da wiederum fehlt. Ne? Ja, ich habe jetzt
Hast du noch was dazu, Jörg, zu der Thematik? Nein, aber wenn du jetzt Living Waters hier halt so nennst für die Leute, dann möchte ich auch noch mal eben zwei Dinge nennen. Ich hatte hier den Kanal rausgesucht, Even at the Doors, weil ich auf BitChute ein Video hochgeladen habe, das YouTube weltweit gesperrt hat von ihm, The LGBT Agenda, also die Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Intersexual Agenda. Ein Video, das er vor ein paar Jahren produziert hat, das komplett gesperrt wurde. Und wenn man sich seinen Kanal mal anschaut, Even at the Doors, findet man ja ganz leicht, da gibt es sehr, sehr interessante Filme, wie zum Beispiel What is DNA, also was ist DNA, The Origins of Life, also die, der Ursprung des Lebens, Who is Charles Darwin, da hat er ein kleines Video drüber gemacht, das menschliche Auge, auch da ein Video drüber gemacht, natürlich über Evolution, DNA-Preview hier, also eine Vorschau drauf gemacht. Den Kanal kann ich sehr empfehlen, wenn man wirklich biblische Lehre haben will. Dieser Adrian McQueen, der diesen Kanal betreibt, ist wirklich ein wunderbarer Lehrer in der Hinsicht. Er gebraucht auch die König-James-Bibel. Das ist ein ganz großer Vorteil von ihm und ist ein sehr sympathischer Mensch, kommt auch sehr sympathisch rüber in seinen Videos. Und seine Videos sind unglaublich gut recherchiert. Also wirklich, der macht auch nichts anderes, glaube ich. Der hat da wirklich seinen Beruf von gemacht. Der reist um die Welt, der geht in Bibliotheken, der spricht mit Leuten. Das ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Und dann ein Mensch, der weniger empfehlenswert ist an sich, den muss ich mal eben eintippen, dass ich den hier finde. Warte mal eben, der heißt Pastor Mike. Nicht Todd, sondern, nee, nicht Mike Todd, Hogland, oder wie heißt der so? Hoggard, genau, Pastor Mike Hoggard. Muss man drauf kommen. Der hat auch sehr viele Videos gemacht, Michael Hoggard, der hat auch sehr viele Videos gemacht, die über DNA und solche Sachen gehen. Ich gucke den jetzt schon eine ganze Zeit lang nicht mehr, weil er ein Futurist ist und ich folge solchen Leuten, also ja, der macht so viele Videos, da kann ich jetzt gar nicht ganz runterscrollen, weil es ist schon anderthalb, zwei Jahre her, dass ich den noch geguckt habe. Aber er hat wunderbare, lange Serien gemacht über Transhumanismus, hat den Ray Kurzweil hier aufs entblößt, ne, den ehemaligen Vorsitzenden von Google, der in Transhumanismus ja eine ganz wichtige Rolle spielt und hat auch einige Videos gemacht über die DNA in der Bibel. Das ist auch sehr interessant, sich damit mal zu beschäftigen. Aber ansonsten lehrt er halt viel Dinge, die nicht so wirklich biblisch sind. Wie gesagt, er ist ein Futurist. Er kennt das Papsttum nicht als den biblischen, historischen und prophetischen Antichristen. Und das merkt man auch in seinen Sendungen. Zumindest ist auch er einer der Verfechter der Advokaten für die König-James-Bibel. Weiß ich jetzt nicht, ob man hier irgendwo, das ist ja schon ein Jahr her, ob man hier irgendwo die DNA-Videos sieht oder so. Müsst ihr halt mal euch angucken, den Kanal, wie gesagt, Pastor Mike Hoggard Online und der andere war Even at the Doors. Die beiden möchte ich wirklich mal in der Hinsicht empfehlen. Man muss natürlich dann Englisch können. Ich kann es nun auch nicht helfen, dass solche Dinge eben immer in Englisch sind. Das ist nun mal leider so. Er spricht ja auch ein bisschen über die Jesuiten, aber halt nicht so, wie das bei mir auf dem Kanal passiert. Aber wie gesagt, da sollte sich jeder selbst drüber informieren. Nee, Max, ansonsten danke ich dir für deine Einladung. Das war soweit ganz gut. Ich finde auch den Living Waters auch nicht schlecht. Nur das Problem ist, Living Waters ist ein Kanal, der, und das habt ihr vielleicht gesehen auf dem Bild hier, sonst gehen wir da nochmal eben hin, der hat 412.000 Abonnenten. Ja, dieses Video alleine hat 5,7 Millionen Aufrufe, das heißt also in total hat der auf seinem Kanal, man kann ja mal eben hingehen, ich gehe mal davon aus, dass der auf seinem Kanal weit über 100 Millionen Aufrufe hat und natürlich, er verdient auch sein Geld damit und das muss man natürlich immer wissen, dass Leute, die damit ihr Geld verdienen, mehr oder weniger, dass man da immer ein bisschen vorsichtig mit sein muss. Hier 5,7, 3,5 Millionen, 3,3 Millionen Aufrufe, 1,9, 1,2, also ich bin nicht gegen viele Aufrufe, gegen viele Videoaufrufe. Ich sage nur, man muss immer sehr vorsichtig sein, wenn so viele Leute, hier fast eine halbe Million Menschen, sich abonnieren auf seinen Kanal, 412.000, und wenn er Millionen von Klicks auf seinen Videos hat. Da muss man immer sehr vorsichtig sein. Man muss eben alles immer gegen die Bibel messen. So. Und er ist ja hier abonniert auf Ratchet zum Beispiel. Das ist auch ein Kanal, den kenne ich von früher. Der ist auch sehr gut, aber auch mit vielen Falschlehren.
besehen, genau wie Living Waters auch. Also man muss immer das, die Sache mit einem Körnchen Salz nehmen. Ich habe hier von Living Waters in den letzten Tagen einige Videos geschaut. Jetzt stehen sie hier gerade nicht bei, da waren das wahrscheinlich auch ein paar ältere oder sowas. Er tut ziemlich viele Videos raus, wie ihr seht, hier vor einer Woche, vor einer Woche, vor einer Woche, vor 6 Tagen, vor einer Woche. Also er lädt sehr regelmäßig Videos hoch, da ist auch gar nichts gegen zu sagen. Nur wenn ein Kanal sehr populär ist, dann ist da irgendwas nicht mit in Ordnung. Deswegen bin ich froh, dass ich nicht so populär bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich wage auch mal die Aussage, dass wenn er benennen würde, dass das Papsttum der historische und biblische Antichrist ist, dass das dann nicht so viele Aufrufe wären oder aber der Kanal gar nicht so lange bestehen hätte können. Also meine Meinung. Ne? Ja, da schließe ich mich deiner Meinung ziemlich genau an, Max. Ja, das ist wohl richtig, ja. Gut, wir hatten dann gesagt, dass wir heute zurück in dieses PDF gehen wollen, was Darwin nicht wusste. Wir sind immer noch auf Seite 19 von 39 über die Naturgesetze, über Informationen. Und da habe ich mir eine kleine Notiz beigemacht, bevor wir das hier jetzt lesen. Naturgesetze über Informationen, lesen wir doch erstmal die Bibel. Deswegen habe ich hier die Bibel aufgeschlagen, die Schlachterbibel in Hebräer, Kapitel 11, Verse 1 bis 3. Und ihr werdet sicher an Vers 3 gleich merken, warum ich das rausgesucht habe. Es steht geschrieben: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Messt das mal an die Evolutionstheorie. Ja, die haben eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, aber es sind eben keine Tatsachen. Bei denen sind es nur Theorien. Der Glaube ist aber eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ist eine Überzeugung von Tatsachen. In der Evolutionstheorie eben nicht auf Tatsachen basiert. Durch diesen, also den Glauben, haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man nicht sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Die Dinge, die man sieht, ja, genau. Was sagt die Bibel hier? Dass Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Also die Bibel sagt uns hier ganz deutlich, was wir bereits einige Male bereits schon angeholt hatten in dem Artikel und davor, dass Geist Materie schafft, aber Materie eben nichts schafft. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, also durch den Geist, ne? Weil Gott ist Geist, sein Wort ist Geist, Jesus Christus ist Geist, außer er läuft hier auf der Erde als Mensch rum. Ne? Ansonsten ist Gott ein Geisteswesen, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Hier sagt die Bibel ganz genau das, was ich die ganze Zeit immer gesagt habe. Geist schafft Materie, Materie kann nichts schaffen. Dinge, die man sieht, sind nicht aus Sichtbarem entstanden, also alles, was wir sehen, fühlen, riechen, schmecken können, anfassen können, alles das ist nicht aus Materie entstanden, sondern muss eben aus Geist entstanden sein. Das sagt es hier in der Bibel sehr, sehr schön. Und deswegen dachte ich, dass wir hiermit vielleicht anfangen können und dann erst in den Artikel weitergehen. Aber vielleicht hat Max da ja noch eine Bemerkung zu. Ja, nur dass uns hier halt eindeutig offensichtlich wird, dass also die Bibel selbst den Naturgesetzen standhält und damit konform geht, ne? Im Gegensatz zur Evolutionstheorie, die genau. Eben die Naturgesetze beugt. Oder ja. Bricht, je nachdem. Ja, ganz richtig, Bruder. Also, ich hatte diesen Absatz hier schon mal gelesen, ein bisschen weiter runter, also lesen wir ihn jetzt nochmal. Naturgesetze kennen keine Ausnahmen. Sie gelten immer, an jedem Ort, zu jeder Zeit, im ganzen Universum. Daher ist in der Wissenschaft durch Naturgesetze immer die stärkste Argumentation gegeben. Aus den genannten Gesetzmäßigkeiten können durch logische Schlussfolgerung weitere, sich immer wieder bestätigende und deshalb naturgesetzmäßige Zusammenhänge abgeleitet werden. Diese gilt es nun, wie jedes erkannte Naturgesetz, zu falsifizieren. Das heißt, mit nur einem Gegenbeispiel sind die Zusammenhänge widerlegt und es wären nur scheinbare Naturgesetze gewesen. Sollte sich aber kein Gegenbeispiel finden, also könnte man sie nicht falsifizieren, erhärten sich die Gesetzmäßigkeiten von Mal zu Mal. Am Anfang jeder Informationskette steht ein intelligenter Urheber oder Sender.
Information besitzt immer einen vom Urheber festgelegten Code. Es gibt keinen Code ohne bewusste, willentliche Vereinbarung. Und Materie allein kann keine Information erzeugen. Geist erzeugt Materie, nicht umgekehrt. Von daher gibt es auch keine künstliche Intelligenz, weil sie keinen Geist hat und kein Leben, keinen Odem. Information kann nicht durch Zufall oder lange Zeiträume entstehen. Das Gedankensystem der chemischen Evolution bzw. Abiogenese des Lebens könnte nur dann funktionieren, wenn sich durch natürliche Zufallsprozesse ein Code entwickeln kann, um Informationen in freier Gestaltung zu verschlüsseln. An dieser Grundvoraussetzung kommt kein Evolutionist vorbei. Nun haben wir aber gesehen, dass Information keine Eigenschaft der Materie ist. Materie und Energie sind lediglich Träger der Information. Wie kann man das jetzt ein wenig verdeutlichen? Da denken wir doch mal eben an einen Computer. Jeder kann sich das vorstellen, was ein Computer ist, nicht wahr? Das Stück, das wir hier irgendwo stehen haben oder als Laptop stehen haben oder was auch immer, das ist die Materie. Und wenn wir den an Strom anschließen, dann wird diese Materie mit Energie versorgt und dann kann diese Materie und diese zugeführte Energie die Information tragen. Mit anderen Worten, uns die Information geben. Wenn ich den physischen Computer nicht stehen habe und wenn ich den Computer nicht an das Stromnetz anschließe, weder Batterie noch an die Steckdose oder was auch immer, dann komme ich an die Information, die da drin steckt, gar nicht ran. Weil diese Information nicht in der Materie ist und nicht in der Energie ist, sondern die Information kann ich nur durch Materie und Energie abrufen. Ich glaube, so ist das einigermaßen verständlich erklärt, oder Max? Denke ich auch, ja. Ich würde auch das Beispiel des Menschen nehmen einfach. Wir sind als solches auch nur Träger der Information, ja. Also im Grunde genommen klappt das auch mit dem Menschen, ne? Wo dann auch wieder das deutlich wird, was du ja vorhin angeholt hattest mit den Leitungsbahnen der Nerven. Wenn du die aneinander reißt, dass du da auf 500.000 Kilometer kommst, da scheint der Körper ja schon danach ausgerichtet zu sein, dass eben der Mensch halt auch ein solcher Träger von Informationen ist, ne? Ja, der Körper, der menschliche Körper ist ja eben auch nur Materie. Und dem müssen wir Energie zuführen, dass dann diese Materie durch die Hilfe dieser Energie die Information freigeben kann. Wenn unser Körper nicht funktioniert, das heißt tot ist, dann kommt ja auch keine Information daraus. Wenn man aber dieser Materie Energie zuführt, also Essen und Trinken und Licht und was weiß ich nicht alles, dann können wir unsere Information freigeben. Dann können wir unseren Mund aufmachen, dann können wir sprechen, dann können wir schreiben, dann können wir uns ausdrücken, dann können wir eben die Information, diesen Code, der uns vom Geist eingegeben ist, eben auch mit der Welt teilen. Materie und Energie sind lediglich Träger der Information. Die Information selbst steht nicht in der Materie fest und steht auch nicht in der Energie fest. Wer dennoch behauptet, Materie allein könnte einen Code hervorbringen, der geeignet ist, Informationen in freier Gestaltung zu verschlüsseln, der muss das notwendige Beispiel bringen. Tja, und da gibt es natürlich ein großes Problem. Wenn man die Evolutionisten oder auch Atheisten, wie eben dieser Ray Comfort da von Living Waters das macht, wenn man die auf den Punkt bringt zu sagen, von ja, dann nimm mir doch mal bitte ein Beispiel. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der in diesem Video angeholt wird. Also da kann man jetzt so viel über sein Hitler-Ding da sagen am Anfang, wie man will. Ich war ja schon ein bisschen weiter in dem Video, war hier bei Seite auf 25 Minuten schon durch. Dieses Video geht im Grunde darum, wie hier in der Beschreibung steht, Abortion, it is a woman's choice or is it murder? Ja? Abtreibung, ist es die Wahl der Frau oder ist es Mord? Schaut euch diesen Film an, ja? Da geht es im Grunde drum. Das fängt zwar mit Hitler und sowas an, aber es geht im Grunde um Abtreibung. Und der Ray Comfort stellt den Leuten eine Frage, auf die sie gar nicht anders antworten können als positiv antworten, weil sie mehr oder weniger durch ihre eigenen Argumentationen sich selber in die Enge treiben lassen, an die Mauer treiben lassen und dann auf einmal sehen von, nee, wenn ich jetzt logisch nachdenke, kann ich gar nicht anders als diese Information rauszugeben. Ja? Die Frage, die er ihnen dann immer stellt,
Na, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen. Schaut euch das selbst an. Es ist ein sehr sehenswertes Video und ihr bekommt eine andere Sicht auf Abtreibung, wenn ihr das hier geschaut habt oder überhaupt Videos von ihm geschaut habt. Aber es geht eben darum, Information ist in freier Gestaltung zu verschlüsseln. Das muss das notwendige Beispiel bringen. So, und diese Information muss halt von uns gebracht werden, muss hier in dieser Situation durch die Materie und durch die Energie rauskommen. Da ist im Grunde der Punkt, auf den hier gemacht wird. Dann geht hier der Artikel auf einen Film ein, auf einen Vortrag Herkunft des Lebens aus Sicht der Informatik. Das habe ich hier mal eben aufgemacht. Das ist hier von Dr. Werner Gitt, Herkunft des Lebens aus Sicht der Informatik. Das ist ein Film auf YouTube, den man sich anschauen kann. Der ist halt als Link da reingebracht in diesen Artikel. Dauert eine Stunde, 20 Minuten. Ich habe den auch noch nicht geschaut. Das kann man sich da natürlich mal anschauen. Und da geht es halt eben, wie gesagt, Herkunft des Lebens aus Sicht der Informatik. Und da bekommt man eine tiefere Einsicht nochmal in diese Materie. Nehmen wir nochmal das Darwin-Bild hier neben. Bestäubung, fährt der Artikel fort. Wenn Insekten die Pollen von Pflanzenblüten weitertragen, ist das in erster Linie ein Informationsübertragungsvorgang von genetischer Information. Die beteiligte Materie ist dabei unerheblich. Die ist nur dafür da, um diese Information zu beinhalten. Ja? Photosynthese. Die chemische Gleichung der Photosynthese, die sich in jedem Schulbuch findet, hat einen ganz großen Mangel. Sie funktioniert nicht. Denn die beteiligten chemischen Stoffe sich selbst überlassen, organisieren rein gar nichts, egal wie groß die Sonneneinstrahlung ist. Photosynthese funktioniert erst dann, wenn die Information hinzukommt, wie mit Hilfe von Sonnenenergie aus Kohlendioxid Sauerstoff produziert wird. Diese Information ist in jedem Grashalm und in jedem Blatt auf unserer Erde gespeichert. Aber kein Ingenieur oder Biologe vermag, dieses geniale Prinzip nachzukonstruieren. Ich habe ein Video auf meinem YouTube-Kanal seit einigen Jahren bereits stehen und ich habe da schon viele Schmähkommentare für bekommen. Ich lasse es trotzdem stehen. Es ist von einem inzwischen verstorbenen Menschen, der meint, dass Pflanzen keinen Sauerstoff produzieren. Und das könnt ihr euch ja gerne mal angucken. Das ist auf meinem Hauptkanal. Wollen wir eben gucken, wie ich da jetzt hinkomme. Ich habe ja hier, glaube ich, die Möglichkeit, auf meinen Hauptkanal hier zuzugreifen. Ich hatte mir das, glaube ich, auch mal schon mal angeschaut bei dir. Ja, Pflanzen produzieren keinen Sauerstoff, heißt der, ne? Genau. Der Film. Ja, müsst ihr mal eben gucken, wenn der Computer hier arbeitet, dass ich das kurz eingeben Geht kann. Geht darauf in die Suche. Rein, dass in den Schulbüchern also immer nur das Experiment aufgezeigt wird, dass Wasserpflanzen angeritzt werden und dann der Sauerstoffgehalt sich also im Medium verändert. Ja, aber so an sich unter Laborbedingungen nur aufgrund der Photosynthese kein erhöhter Sauerstoffgehalt festzustellen ist. Ja, also ja, das sehr, ist das sehr interessant. Ja. Kann ich auch jedem anraten, sich das mal anzuschauen. Ja, also ich mache jetzt keine Bemerkung darüber, dass die hier schlechte Symbole gebrauchen und über den Jo Konrad spreche ich auch nicht. Da habe ich meine eigenen Gedanken inzwischen drüber. Und es ist ja auch so, das Video habe ich hochgeladen am 23. November 2011. Was wusste ich denn damals? Ich war damals auch nicht mal ein Christ. Ja? Ich hatte meinen YouTube-Kanal gerade mal ein knappes halbes Jahr und hatte damals dieses Video hochgeladen. Aber es ist schon mal interessant, sich das Video anzuschauen und auch mal durch die Kommentare durchzugehen und sich mal anzugucken. Weil ich habe damals schon in die Beschreibungsbox ganz deutlich mit reingeschrieben, nach nunmehr bald ein halbes Jahr online zu stehen, also das war dann Mitte 2012, habe ich hier noch nicht viel konstruktive Kommentare gelesen. Kritik aus der eigenen, meist beschränkten Sicht, das ist nicht böse gemeint, aber wir haben alle einen auf unserer Erziehung basierten beschränkten Horizont, Sichtweise bringt hier sicher keine interessante Diskussion zustande. Wer nicht offen ist, um alles in Frage zu stellen, das ist was anderes als es zu leugnen, sollte sich solche Videos nicht ansehen. Jeder kann diese Aussagen ohne großen finanziellen Aufwand überprüfen. Die Versuche dazu werden hier eingehend beschrieben. Pflanzen sind allen anderen Lebewesen auf der Erde ähnlich. Ja, hier liegt schon mal ein Fehler, den ich heute nicht mehr machen würde. Pflanzen sind keine Lebewesen, aber das wusste ich damals noch nicht. Sie verbrauchen Sauerstoff und geben CO2 ab. Nur durch Stress kann man Pflanzen dazu bringen, dass der Sauerstoff wieder freigesetzt wird, den die Pflanze vorher entnommen hat. Leider ist die Photosynthese zum Dogma geworden.
Viele Biologen glauben, dass ihre gelernten Theorien und Hypothesen stimmen und argumentieren. Ja, wenn jeder das sagt, dann wird es schon richtig sein, nicht wahr? Wie gesagt, ich will da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Schaut euch das mal an, macht eure eigenen Gedanken dazu. Ich sage nur, wie gesagt, das habe ich hier damals geschrieben und der Meinung bin ich immer noch, dass hier drin steht, dass man seinen Kopf erstmal frei machen müsste, um überhaupt diese Dinge zu verstehen. Wenn ich da schon reingehe mit meiner indoktrinierten Ansicht von Anfang an, ja, dann habe ich schon mal ein Problem, weil dann gehe ich immer voreingenommen an solche Sachen ran. Und das ist wie mit der Bibel. Deswegen hat Jesus Christus auch gesagt, bringt die Kinder zu mir, ja, weil er ganz genau weiß, logischerweise, er ist ja Gott, er weiß alles, weil er ganz genau weiß, dass die Kinder noch rein in ihrem Herzen und rein in ihrem Kopf sind. Die haben noch keine Lügen und Indoktrinationen empfangen. Und wenn man denen dann gleich die Wahrheit gibt, dann werden das in der Hinsicht, zwischen Anführungszeichen, gute Menschen. Ja? Und wir müssen eben probieren, wenn wir solche Dinge ansehen, wirklich mal unser Gehirn auf Null zu schalten, Reset drücken, C-Format, Enter, ja? Um zu sagen von abschalten und mal neue Informationen reinlassen und dann diese Informationen wirklich probieren zu wiegen an eventuell Experimenten, die man dann vielleicht auch selbst machen kann. Ja? Also, nochmal, Photosynthese. Die chemische Gleichung der Photosynthese, die sich in jedem Schulbuch befindet, hat einen ganz großen Mangel. Sie funktioniert nicht, denn die beteiligten chemischen Stoffe sich selbst überlassen, organisieren rein gar nichts, egal wie groß die Sonneneinstellung ist. Photosynthese funktioniert erst dann, wenn die Information hinzukommt, die mit Hilfe von Sonnenenergie aus Kohlendioxid Sauerstoff produziert wird. Diese Information ist in jedem Grashalm, in jedem Blatt auf unserer Erde gespeichert. Aber kein Ingenieur oder Biologe vermag, dieses geniale Prinzip nachzukonstruieren. Man kann es daraus nicht extraktieren. Man kann den Geist, man kann die Information in diesem Fall nicht aus der Materie herausziehen. Ein wichtiger Punkt ist jetzt noch, denke ich, dass hier in dem Dokument davon ausgegangen wird, dass die Theorie der Photosynthese also so abläuft, wie es uns gelehrt wird. Ich sage jetzt bewusst Theorie der Photosynthese, weil in deinem Video das halt in Frage gestellt wird, dass die Theorie der Photosynthese so tatsächlich funktioniert, wie es uns gelehrt wird. Also sind hier, denke ich, zweierlei. Insofern hat das Dokument hier natürlich seine Berechtigung, wenn es sagt, dass die Information erstmal vorhanden sein muss, damit Photosynthese überhaupt erst ablaufen kann, der Theorie nach. Mhm. Es ist natürlich eine andere Frage, ob es denn überhaupt tatsächlich so abläuft, wie es uns gelehrt wird. Ja, es ist also überhaupt die Frage, ob die Photosynthese an sich so wirklich funktioniert, wie es uns gelehrt wird. Ich für mich bin auch noch jetzt zu keinem Schluss gekommen, finde das Video nichtsdestotrotz sehr sehenswert. Nur ich habe selber jetzt noch nicht mal untersucht, ob jetzt Pflanzen wirklich Sauerstoff herstellen oder nicht. Das müsste man mal unter Laborbedingungen selber einfach nochmal für sich selbst herausfinden, ja, ob es jetzt wirklich so ist oder ob diese Theorie also ihre Berechtigung hat, wovon der Artikel jetzt hier ausgeht. Aber ich wollte jetzt nur nochmal darauf hinaus, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Ne? Also hier wird ja davon ausgegangen, dass die Theorie so richtig ist, wie sie uns gelehrt wird. Richtig. Ja. Und das ist ja immer schon mal das Problem. Da wird eine Theorie in den Raum gestellt und diese Theorie soll dann bewiesen werden. Und deswegen versucht man natürlich oder tut man auch alles, um dafür zu sorgen, dass diese Theorie eben auch erfüllt wird. Das ist genauso wie mit der Relativitätstheorie, von denen viele Leute dachten, dass sie richtig ist. Aber die Relativitätstheorie ist inzwischen widerlegt. Alleine schon deswegen aus dem einfachen Grunde, den wir auch schon mal angeholt hatten, die Lichtgeschwindigkeit ist keine Konstante. Ja? Und Einstein ging nicht davon aus, sage ich jetzt mal, dass es eine Konstante war, aber er hat das als Konstante in seine Theorie mit eingebaut. So, dann ist die Grundvoraussetzung schon mal verkehrt. So, wenn die Grundvoraussetzung verkehrt ist, dann ist sind alle weiteren Berechnungen, die daraus fortlaufen, auch verkehrt. Deswegen war ich an Mathematik immer so schlecht. Da machst du einen kleinen Fehler irgendwo am Anfang und die ganze Gleichung danach taugt nichts mehr, weil dieser Fehler sich immer durchzieht. Und das ist eben mit diesen Photosynthesen, Theorien, nenne ich es jetzt mal, genau dasselbe. Ne? Da wird eine Theorie aufgestellt, dann wird eigentlich ein Dogma aufgestellt und dann werden Versuche unternommen, um dieses Dogma zu beweisen.
Die Leute probieren ja auch auf dieselbe Art und Weise die Erdanziehungskraft zu beweisen. Ja? Dafür brauchen sie auch alle möglichen Tricks. Es gibt wunderbare Videos, die ihr vielleicht kennt oder vielleicht auch nicht kennt, dann solltet ihr aber danach schauen, wo zum Beispiel am Äquator ein Test aufgebaut wird mit zwei Wasserbecken. Und zwar ein Wasserbecken ist auf der Nordhälfte der Erde und ein Wasserbecken ist auf der Südhälfte der Erde. Also wenn man dann die 5 Meter geht und dann mit dem Äquator so gesagt überschreitet, dann dreht sich das Wasser in diesem einen Becken in die eine und in dem anderen Becken in die andere Richtung, um eben anzuzeigen, dass verkehrt ist. Aber diese Tests sind manipuliert. Und da sind Leute drauf gekommen und haben sogar gezeigt, wie es manipuliert wird. Nur als normaler Zuschauer, wenn man das so sieht, dann sieht man, dann erkennt man das gar nicht. Sagt man, oh ja, der hat recht. Oben dreht sich das rechts rum und unten auf der Erde dreht sich das links rum. Nee. Das wird mit Tricks wird das geschafft. Und damit wird einem suggeriert, die Erde ist ein um sich selbst drehender Ball. Ne? Das ist ja die Lehre, die sie damit machen wollen, ne? Und das ist auf der Nordhälfte dreht sich das Wasser halt so rum, auf der Südhälfte dreht sich das Wasser so rum. Und da ist leider nichts von wahr. Das ist alles manipuliert. Aber es sind interessante Dinge, um sich mal mit zu beschäftigen. Bringt uns aber von der Photosynthese jetzt hier weg. Da kann man ja wirklich vom Hundertstel ins Tausendstel und von einem in das nächste kommen. Aber schauen wir doch mal, was der nächste Teil des Artikels uns hier jetzt über das Leben erzählt. Kein Wissenschaftler kann erklären, was Leben eigentlich ist. Wir können lediglich Merkmale des Lebens benennen. Die Evolutionslehre hat jedoch keine schlüssige Erklärung dafür, wie Lebendiges aus toter Materie entstehen kann. Der Mikrobiologe Louis Pasteur, den kennt ja wohl jeder, erkannte dazu ein weiteres bedeutendes Naturgesetz, das überall Bestätigung findet. Omne vivum ex vivo, alles Leben kommt aus Lebendigem. Also nicht aus toten Gegenständen. Also reine Materie, die ja nicht lebt, kann also kein Leben bezeugen. Nicht wahr? Alle Ideologien, also zum Beispiel der Materialismus und alle Gedankengebäude dürften nicht einmal als wissenschaftlich bezeichnet werden. Das war jetzt die Kurzversion des Satzes. Alle Ideologien und Gedankengebäude dürften nicht einmal als wissenschaftlich bezeichnet werden, weil Gedankengebäude eben nicht wissenschaftlich sind. Gedankengebäude sind ja die Gedanken, die ich mir mache, und das heißt ja nicht, dass die auf Tatsachen beruhen. Alle Ideologien, wie zum Beispiel Materialismus und alle Gedankengebäude, wie zum Beispiel die Evolutionslehre, über die wir hier sprechen, die bedeutende Naturgesetzmäßigkeiten einfach ignorieren, werden ganz automatisch immer zu falschen Schlussfolgerungen gelangen. Ja, sie dürften im Grunde noch nicht einmal als wissenschaftlich bezeichnet werden. Das ist eben das, was ich eben gerade mit der Relativitätstheorie unter anderem eben auch meinte, hier mit der Evolutionslehre, das ja auch eine Theorie ist, haben wir dasselbe, dass die immer zu ganz falschen Schlussfolgerungen gelangen, eben weil sie bedeutende Naturgesetzmäßigkeiten einfach ignorieren. Hier haben wir nochmal ein schönes Bild der DNS. Kodierte Information, also ohne einen Sender? Der genetische Code gleicht in allen Punkten einer Programmiersprache, die unseren Computersprachen in Komplexität und Miniaturisierung weit, ganz, ganz weit überlegen ist. Die Naturgesetze haben Konsequenzen. Darüber lesen wir im nächsten Abschnitt. Die Naturgesetze über universelle Informationen haben sich nun schon unzählbar oft in der Erfahrung bewährt und konnten nicht experimentell widerlegt werden. Die Grundlagen zum Thema Code wurden von Dr. Werner Gitt bereits im Jahr 1982 veröffentlicht und sie haben bis heute allen wissenschaftlichen Überprüfungen standgehalten. Der Erfahrung nach weist die Gegenwart eines Codes immer auf einen vorangegangenen intellektuellen Prozess hin. Wir benötigen bereits auf der zweiten Ebene der Information Intelligenz. Auch jeder Leser dieses Textes, der Sie im Alltag überprüfen möchte, wird immer wieder bestätigen müssen, dass kodierte Information einen Sender benötigt. Unvoreingenommene Menschen werden daraus schnell schlussfolgern können, dass die Lehre von der Entstehung des Lebens durch Zufallsprozesse einfach nur ein theoretisches Gebilde darstellt und in der Praxis nicht möglich ist. Die wichtigsten zwei Worte stehen am Anfang des Satzes. Unvoreingenommene Menschen, also diejenigen,
die nicht indoktriniert sind mit anderem Wissen. Diejenigen, die halt wirklich mit einem leeren Kopf an diese Sache rangehen, die unvoreingenommen sind, diese Menschen werden schnell schlussfolgern können, dass die Lehre von der Entstehung des Lebens durch Zufallsprozesse einfach nur ein theoretisches Gebilde darstellt. Und es ist nicht beweisbar. Diese Zusammenhänge lassen somit nur eine logische Schlussfolgerung zu. Der genetische Code repräsentiert eine geistige Idee. Und so ist nur folgerichtig zu fragen, ob das Leben nicht doch aus einem zielorientierten Schöpfungsprozess einer weit überlegenen Intelligenz stammt. Und wir sprechen damit nicht von einer außerirdischen Intelligenz. Damit wäre die, aus Sicht der Informatik, zwingend notwendige geistige Quelle der biologischen Informationen geklärt. Die Evolutionslehre unterstellt hingegen, wie schon gesagt, dass die kodierte Information in der DNS keinen Programmierer benötigt. Diese Aussage wird aber durch die tägliche Erfahrung mit den obigen Gesetzmäßigkeiten reichlich widerlegt. Aus diesem Grund liefern uns heute die Naturgesetze über Information die stärkste Argumentation für die Entstehung der Lebewesen durch intelligente Schöpfung. Die genannten Naturgesetze über universelle Information treffen damit die Achillesferse der Evolutionstheorie und setzen deren Wissenschaftliches aus. Oder anders ausgedrückt: Jeder, der die Entstehung des Lebens durch evolutive Zufallsprozesse für denkmöglich hält, glaubt an ein Perpetuum mobile der Information. Und dass das Perpetuum mobile eine den Naturgesetzen widersprechende Unmöglichkeit ist, haben wir bereits am Anfang einer anderen Lesung bewiesen, wo wir darüber gesprochen hatten. Marcello Barbieri, Biologe an der Universität von Ferrara, sagt, Zitat: Wir kommen auf diese Weise zu der Schlussfolgerung, die von Jay Monod zum Ausdruck gebracht wurde, dass der genetische Code chemisch willkürlich ist, da seine Regeln nicht von der Notwendigkeit bestimmt werden. Kurz gesagt, der genetische Code ist ein echter Code, der das Problem seiner Entstehung umso schwieriger und interessanter macht. Ende Zitat. Und der gerade eben zitierte Jay Monod, sagt hier als Mikrobiologe, Biochemiker, Molekularbiologe und Nobelpreisträger, der hat das Folgende zu sagen, Zitat: Das größte Problem ist jedoch die Herkunft des genetischen Codes und des Mechanismus seiner Übersetzung. Tatsächlich dürfte man nicht von einem Problem, man müsste eher von einem wirklichen Rätsel sprechen. Der Code hat keinen Sinn, wenn er nicht übersetzt wird. Die Übersetzungsmaschine der modernen Zelle enthält mindestens 50 makromolekulare Bestandteile, die selber in der DNS kodiert sind. Der Code kann nur durch Übersetzungsergebnisse übersetzt werden. Das ist die moderne Ausdrucksweise für das alte Omne vivum ex vivo. Michael Denton, der selbst Biologe und Autor von Evolution, eine Theorie in der Krise ist, sagt, Zitat: Für den Skeptiker ist es schlicht und einfach eine Beleidigung des Verstandes und der Vernunft vorzuschlagen, dass die genetischen Programme der höheren Organismen durch einen rein zufälligen Prozess komponiert wurden. Ich kürze diesen langen Satz eben einmal ab. Nochmal: Für den Skeptiker ist es schlicht und einfach eine Beleidigung des Verstandes und der Vernunft vorzuschlagen, dass die genetischen Programme der höheren Organismen durch einen rein zufälligen Prozess komponiert wurden. Ich finde diese Essenz wichtiger als den ganzen Satz, aber ich lese es trotzdem mal so vor, wie der Autor es hier gemeint hat. Also: Für den Skeptiker ist es schlicht und einfach eine Beleidigung des Verstandes und der Vernunft vorzuschlagen, dass die genetischen Programme der höheren Organismen, die aus einer in der Nähe von 1000 Millionen liegenden Anzahl von Informationsdaten bestehen, in denen in verschlüsselter Form von unzähligen Tausenden raffinierter Algorithmen die Kontrolle, Spezifikationen und Anweisungen zu Wachstum und Entwicklung von Billionen und Billionen Zellen in komplexe Organismen enthalten sind, durch einen rein zufälligen Prozess komponiert worden. Wenn ich den Mittelteil rauslasse, verstehe ich den Satz besser. Deswegen habe ich das so angestrichen für euch.
Doch für den Darwinisten ist diese Idee ohne einen Schimmer von Zweifel annehmbar. Das Modell hat Vorrang. Für den Darwinisten ist es ganz einfach. Diese Theorie muss richtig sein, weil wenn sie nicht richtig ist, dann müsste ich ja zugeben, dass es einen Gott gibt. Das kann aber nicht sein, weil der Mensch ist der Höhepunkt der Schöpfung. Weil das ist, was Evolutionisten sagen. Das ist, was Leute, die Darwin folgen, sagen. Ja? Der Mensch ist die Spitze der Evolution. Es gibt nichts über ihm, alles andere ist unter ihm und es ist alles durch den Menschen. Ja? Für den Darwinisten ist diese Idee ohne einen Schimmer von Zweifel annehmbar. Das Modell hat Vorrang, weil wenn das Modell keinen Vorrang hat, wenn das darwinistische Modell durchfällt, dann haben die Leute gar nichts. Dann müssen sie auf einmal an Gott glauben. Da müssten sie zugeben, dass sie gar nicht so toll sind, wie sie sich immer ausgeben. Da müssten sie zugeben, dass die Bibel recht hat, wenn sie im 1. Römer Kapitel Vers 22 sagt, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und welcher Wissenschaftler, der jahrelang studiert hat an Universitäten und dann als Doktor gearbeitet und als Professor Vorträge trägt, will sich denn bitte schön sagen lassen, dass er zu einem Narren geworden ist. Sir Karl Popper, Wissenschaftstheoretiker und Begründer des kritischen Rationalismus, sieht in dem biologischen Fakt, dass die Bauanleitung für die Übersetzung in der zu übersetzenden Botschaft selbst versteckt ist, ein unlösbares Hindernis. Zitat: Was den Ursprung des Lebens und des genetischen Codes zum verwirrenden Rätsel macht, ist, dass der genetische Code keine biologische Funktion hat, sofern er nicht übersetzt wird. Aber die Maschinerie, durch die die Zelle den Code übersetzt, ist selber in der DNS kodiert und muss daher ihre eigene Existenz voraussetzen. Wir könnten uns also mit der Möglichkeit konfrontiert sehen, dass der Ursprung des Lebens zu einem undurchdringlichen Hindernis für die Wissenschaft wird. Ende Zitat. Bevor wir in den nächsten Teil gehen, ist die Evolutionslehre eine Ersatzreligion? Wollte ich doch mal eben an Max fragen, ob er vielleicht noch ein paar Bemerkungen zu dem gerade eben Gelesenen hat für uns. Ja, du hast ja gerade Römer 1,22 genannt, ne? Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Ich finde Römer 1 in dem Zusammenhang generell sehr, sehr interessant. Deswegen habe ich 8 Stunden Sendung darüber gemacht, Bruder. Ja, Römer 1,18 bzw. Römer 1,20 wird uns ja schon gesagt, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Und dann geht es ja weiter mit, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihn nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Also das, was dem Satz vorausgeht, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren worden, ist im Grunde genommen, dass Gott dafür gesorgt hat, es ist seine ewige Kraft und Gottheit, dass diese seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen wird. Und das hat jeder Mensch. Ja? Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist. Ich habe ja zur Einleitung heute kurz mal diese Idee aufgebracht, dass man einem Atheisten damit vielleicht ganz gut überzeugen könnte, wenn man ihn dazu nachdenken bringt. Wir können insofern einfach die Bibel auch gebrauchen, auf diesem Römer 1,20 bezogen, weil Gott ja dafür gesorgt hat, dass die Menschen durch logisches Nachdenken zu dem Schluss kommen, dass es Gott geben muss. Ja. Und ich denke mal, dass da war ja deine Aussage auch drauf abgezielt, ne? Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Das heißt, durch ihre eigene Weisheit sind sie zum Narren geworden, ja? Da sie einfach die logischen Erkenntnisse, dass es einen Gott geben muss, nicht wahrhaben wollen. Ja, das, ja, ein ganz wichtiger Punkt hier bei Max ist eben, weil es darum geht, dass sie sich selbst für weise hielten. Weisheit, das steht an einer anderen Stelle in der Bibel, ich kann jetzt gerade nicht sagen, welche, ich kenne die Bibel ja nun nicht so auswendig, aber in der Bibel steht ganz deutlich drin, dass Weisheit kommt durch das Wort Gottes.
Das heißt, jede Weisheit, die aus uns selbst kommt, ist null und nichtig und ist nur Weisheit, die uns in Narrentum reintreibt, wohingegen wahre Weisheit, wahre Erkenntnis kommt nur durch das Lesen des Wortes Gottes oder kommt nur durch das Wort Gottes und wir können das halt lesen. Wir können uns, welches Wort möchte ich denn jetzt gebrauchen? Erleuchten mag ich nicht so, aber wir können uns bilden, wenn wir uns bilden durch das einzige Wort, das uns wirklich die Macht gibt und das ist das Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes nicht haben, kommt unsere Weisheit aus unserem eigenen Herzen. Und in der Bibel steht ganz deutlich drin, das Herz des Menschen ist schlecht von Anfang an. Wer kann es wissen? Steht, glaube ich, so in Jesaja geschrieben. Es gibt viele Stellen, an denen das drin steht. Der Mensch aus sich selbst heraus, das hat auch Jesus Christus gesagt, wie hat er das gesagt? Es ist nicht das, was in den Menschen hineinkommt, was ihn schlecht macht oder was ihn vergiftigt, sondern was aus dem Menschen herauskommt. Und damit meint er nicht das, was am anderen Ende vom Darm herauskommt, sondern da meint er das, was aus unserem Mund herauskommt, weil das, was aus unserem Mund herauskommt, kommt aus unserem Herzen und unser Herz ist schlecht von Anfang an. Das meinte Jesus Christus damit. Unser Herz ist schlecht von Anfang an. Unsere Weisheit, die aus uns selbst kommt, ist deswegen auch schlecht. Nur die Weisheit, die sich auf der Bibel basiert, die ist für den Menschen eine wahre Weisheit. Und deswegen steht es hier eben so geschrieben, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Sie hielten sich für weise aus sich selbst und nicht auf Basis der Studie des Wortes Gottes. Und das ist genau der Punkt, der hier gemacht wird. Und den finde ich sehr, sehr wichtig. Wenn man als Mensch überhaupt Weisheit hat, dann kann man diese Weisheit nur beziehen aus dem Wort Gottes. Jede andere Weisheitsquelle ist eine Quelle, die einen zum Narrentum verleitet. Ja? Zu selbstgemachten Gesetzen. Ja? Und es kann nur einen Gesetzgeber geben, der heilig ist und nicht ein gefallener, sündenvoller, unheiliger Mensch. Wenn der Gesetze erlässt, dann sind die Gesetze immer fehlbar und ja, aus verschiedenen Beweggründen gemacht, aber nicht aus dem Beweggrund, um wirkliche Gerechtigkeit haben zu können. Deswegen sagen wir ja auch oft in diesem Leben hier, dass Recht und Gerechtigkeit zwei verschiedene Paar Schuhe sind, nicht wahr? Weil die einzige wahre Gerechtigkeit, die kommt durch Gott und nicht durch einen Menschen. Wenn ich vor Gott stehe, dann kann ich auch Recht erwarten, weil er ist Recht. Er ist Recht schaffen. Er ist aufrecht. Kein einziger Mensch ist aufrecht. Das steht auch so geschrieben. Auch im Römerbrief, aber in einer anderen Stelle. Nicht einer ist aufrecht. Nein, auch nicht einer. Ne? Ja, Max, hattest du noch was oder wollen wir noch fortfahren? Es ist ja im Grunde genommen einfach der Punkt, dass die Weisheit der Welt die Torheit vor Gott ist. Ne? Und wer sich einfach mit der Weisheit, mit der wahren Weisheit, nenne ich es mal, befassen will, also der Weisheit, die von Gott kommt, der kann sich auch gerne mal das Kapitel 8 in den Sprüchen durchlesen. Da geht es nur um die Weisheit und die Selbstoffenbarung der Weisheit. Also ein ganzes Kapitel ist ja der Weisheit gewidmet, wie sie aus der Bibel hervorgeht. Ja, das nur noch an der Stelle. Es ist ein interessantes Kapitel in den Sprüchen im Alten Testament. Ist das lang oder ist das ziemlich kurz? 36 Verse. Die Selbstoffenbarung der Weisheit beginnt ab Vers 22. Das geht ja noch hier. Ja. Ab Vers 22 meinst du? Dann lese ja, also ab Vers 1 ist eigentlich auch schon interessant, ne? Weil schließt das alles mit ein irgendwo. Ja, dann lesen wir das Ganze doch mal eben. Weil wenn wir gerade über die Weisheit sprechen hier, warum denn nicht? Ja, dann können wir es auch gerne gleich mal lesen. Ja, das ist interessant. Ja. Ruft nicht die Weisheit laut und lässt nicht die Einsicht ihre Stimme vernehmen? Oben auf den Höhen, draußen auf dem Weg, mitten auf den Plätzen hat sie sich aufgestellt. Zur Seite der Tore, am Ausgang der Stadt, beim Eingang der Pforten ruft sie laut. An euch, ihr Männer, ergeht mein Ruf und meine Stimme an die Menschenkinder. Ihr Unverständigen, werdet klug! Und ihr Toren, gebraucht den Verstand. Hört, denn ich habe Vortreffliches zu sagen, und meine Lippen öffnen sich für aufrichtige Rede. Denn mein Mund redet Wahrheit, und meine Lippen verabscheuen Gottlosigkeit. Das ist übrigens ein Spruch, muss ich mal eben drauf weisen, den ich hier
auch stehen habe. Seht ihr? Denn mein Mund redet Wahrheit und meine Lippen verabscheuen Gottlosigkeit. Das habe ich mir als mein Banner von Joggler gemacht. Das kann man dann mal eben hier im Bild beibehalten. Da lesen wir nochmal den Ursprung. Ja, so kommt das immer alles zusammen. Alle Reden meines Mundes sind gerecht. Es ist nichts Verkehrtes noch Verdrehtes darin. Den Verständigen sind sie alle klar, und wer Erkenntnis sucht, findet sie richtig. Nehmt meine Unterweisung an und nicht Silber, und Erkenntnis ist lieber als feines Gold. Und Erkenntnis lieber als feines Gold. Ja, Weisheit ist besser als Perlen, und alle Kostbarkeiten sind nicht zu vergleichen mit ihr. Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und gewinne die Erkenntnis wohldurchdachter Pläne. Die Furcht des Herrn bedeutet das Böse hassen, Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Von mir kommt Rat und Tüchtigkeit. Ich bin verständig, mein ist die Kraft. Durch mich herrschen die Könige und erlassen die Fürsten gerechte Verordnungen. Durch mich regieren die Herrscher und die Edlen, alle Richter auf Erden. Ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mich. Reichtum und Ehre kommen mit mir, bleibende Güter und Gerechtigkeit. Meine Frucht ist besser als Gold, ja, feines Gold. Und was ich einbringe, übertrifft auserlesenes Silber. Ich wandle auf dem Weg der Gerechtigkeit, mitten auf den Pfaden des Rechts, damit ich denen, die mich lieben, ein wirkliches Erbteil verschaffe und ihre Schatzkammern fülle. Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren, als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte und die Fluren die ganze Summe des Erdenstaubes, als er den Himmel gründete, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe, als er die Wolken droben befestigte und Festigkeit gab den Quellen der Meerestiefe, als er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag und für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Ich freute mich auf seinem Erdkreis und hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Und nun, ihre Söhne, hört auf mich. Wohl denen, die meine Wege bewahren. Hört auf Unterweisung, damit ihr weise werdet und verwerfet sie nicht. Wohl dem Menschen, der auf mich hört, indem er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Türen hütet. Denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Ja, eine schöne Stelle. Ja, waren wir schon mal, wenn wir schon mal bei der Weisheit waren, ne, der Weisheit der Welt, die ja nichts mit dieser Weisheit zu tun hat, sondern die Torheit ist vor Gott, dann sollten wir uns auch kurz mal mit der Weisheit vor Gott beschäftigen. Und da finde ich das ein sehr schönes Kapitel aus der Bibel. Ja. Ist auch ein schöner Moment, um die Sendung heute abzuschließen, weil wir fangen nächstes Mal dann dieses nächste Unterkapitel an. Das heißt, ist die Evolutionslehre eine Ersatzreligion? Und damit gehen wir dann in den wohl abschließenden Teil dieses Papieres, weil wir haben dann noch knapp 5 Seiten zu lesen. Okay. Ich würde sagen, das sparen wir uns für nächstes Mal auf, Max. Ich danke dir dafür, dass du heute bei mir warst, mein Gast warst, mich begleitet hast und unterstützt hast in der Lesung und in der Erklärung. Und ich möchte dir gerne noch sonst eben die Schlussworte überlassen für die Sendung heute. Ja, war schön. Wir haben ja ein paar Seiten geschafft heute. Mein Punkt am Anfang der Sendung war nur der, dass im Grunde genommen, dass wir also uns Römer 1,20 zunutze machen können. Dass jeder Mensch durch logisches Nachdenken erkennt,
dass es einen intelligenten Urheber geben muss für das Buch des Lebens, also die DNS, ja, die in jedem Menschen enthalten ist und den Zellen sagt, wie sie was zu tun haben und zu wachsen sind. Und im Grunde genommen braucht es daher also auch jetzt nicht viele Videos von Menschen, denn eine gewisse Sache habe ich dadurch halt auch erkannt, dass es am Anfang all dessen, bevor man sich noch irgendwie mit Atheisten auseinandersetzt und erfolgreich die zur Bibel führen kann, ja, ist vor allem die Erkenntnis, dass das alles aus der Bibel hervorgeht. Und an dieser Stelle auch nochmal zu diesem Living Waters von Ray Comfort. Es ist ja eine Sache, die ganz wichtig ist zu verstehen, nämlich dass der Ray Comfort schon seit 42 Jahren sich mit der Bibel befasst und seit 42 Jahren, das denke ich jetzt, ich weiß es nicht, Gott weiß es, seit 42 Jahren, also vermutlich wahrer Christ ist. Er ist jahrelang in Neuseeland, wo er herkommt, Straßenprediger gewesen, bevor er dann nach Amerika kam. Ne? Also er befasst sich schon einfach viele, 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 viele Jahre mit der Bibel. Und ich glaube, deshalb ist er einfach so auch in der Position, sich so toll mit Atheisten unterhalten zu können. Und vielleicht ist der Rat dann gar nicht mal, sollte nicht vielleicht der sein, dass man sich solche Videos direkt anschaut. Ich meine, das kann ja Tipps geben auch, ne? Und sicherlich auch dazu beitragen, dass man weiß, wie man vielleicht gewisse Dinge Menschen logisch erklären kann, auf eine einfache Art und Weise. Aber es ist vor allem das wichtig, dass einfach es viel wichtiger ist, sich mit der Bibel zu befassen und die Bibel zu lesen. Weil als solches ist das ja dann die Frucht dessen, dass man sich viel mit der Bibel befasst, diese Fähigkeit, sich so wunderbar und einfach mit Menschen zu unterhalten und sie zu überführen, ja, wo sie also falsch liegen und sie zum Nachdenken zu bringen, zur Bibel hin. In diesem Sinne ist es auch wieder an der Stelle natürlich viel wichtiger, sich selber mit der Bibel zu befassen, bevor man sich alles andere nochmal anschaut. Und dahin auch mein Rat, befasst euch mit der Bibel, lest die Bibel. Das bringt dann nochmal viel, viel mehr, als vermutlich sich jetzt solche Videos anzuschauen, wenngleich es natürlich auch wichtig ist und wir dadurch auch wieder viel dazu lernen. Ich für meinen Teil habe daraus gelernt, dass es in erster Linie wichtig ist, sich viel mit der Bibel zu befassen. Und in diesem Sinne, lest eure Bibel und bis zum nächsten Mal. Maranatha. Ja, danke Max. Über den Ray Comfort, was mir aufgefallen ist in seinen Videos, ist hauptsächlich, wenn er diese Atheisten anspricht, dann tut er das immer durch Fragen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, selber noch viel zu wenig machen. Ich ertappe mich da auch oftmals bei, dass ich nicht genug frage. Ich nehme mir irgendwelche Dinge aus der Bibel raus und sage das. Ich schlage den Leuten irgendwelche Verse um die Ohren, anstatt ihnen einfach nur Fragen zu stellen. Wenn du den Leuten Fragen stellst, und zwar offene Fragen, bestimmte Fragen in Bezug auf die Bibel, teilweise auch geschlossene Fragen, wo sie nur Ja oder Nein darauf antworten können, gerade Fragen, wo sie nur Ja oder Nein darauf antworten können, dann kommst du sehr schnell zu einem Punkt, wo sie nachher gar nicht mehr anders können, als zuzugeben, dass sie mit ihrem atheistischen, mit ihrem Evolutionslehre-Glauben falsch liegen. Fragen stellen. Und das macht der Ray Comfort sehr, sehr gut. Natürlich, man darf nie vergessen, das sind Videos, die er macht. Ich weiß nicht, was davon geskriptet ist und was nicht davon geskriptet ist. Und teilweise kommt er auch ziemlich aggressiv über, wenn er die Leute anspricht und ihnen Fragen stellt. Aber Fragen stellen ist immer besser, als sich dahin zu stellen und Lehren zu tun. Ja? Nach dem Motto, ich weiß alles und deswegen erzähle ich euch jetzt aus der Bibel dies und aus der Bibel das. Aber wenn ich Fragen stelle und dann auf die Antworten eingehen kann, dann kann ich eben aufgrund der Fragen, die ich stelle, wenn ich sie mit der Weisheit der Bibel stelle, dann kann ich die Leute in eine Situation bringen, dass sie nachher gar nicht mehr anders können, um ihre eigenen Widersprüche einzusehen. Und dann auf einmal sagen, ja, wenn du das so sagst, ja, dann muss ich meine Ansicht ändern. Dann bin ich verkehrt. Dann habe ich das bis jetzt immer verkehrt gesehen, weil so, wie du mich das jetzt fragst, habe ich das noch nie gesehen. Und ich kann nicht anders als das und das zu antworten. Und genau das ist, was in dem Video, das wir hier gesehen haben, teilweise 180 Grad, ja, über die Abtreibung, eine Sache, wo viele Frauen, die dazu befragt werden, auch Männer, die zu der Abtreibung befragt werden, auf einmal sagen von, oh, ja, aber jetzt hast du mich erwischt. Jetzt hast du mir so viele Fragen gestellt, hast mich auf so eine Art und Weise gefragt, dass ich jetzt gar nicht mehr anders antworten kann, als
Abtreibung ist verkehrt. Und dafür ist das interessant, sich das anzuschauen. Auch die Technik, die er gebraucht. Ich will nicht sagen, dass wir ihn jetzt alle nachäffen müssen, aber man lernt viel mehr in Gesprächen mit Leuten, wenn man ihnen Fragen stellt, als wenn man nur aus sich selbst heraus jetzt, sage ich jetzt mal, Dinge erzählt. Und wenn wir aus uns selbst heraus Dinge erzählen, dann sollten wir das halt nie aus uns selbst heraus machen, sondern eben aus der Bibel. Wir sollten dann immer die Bibel dabei haben und wir sollten standfest in dem Wort Gottes sein, weil nur das Wort Gottes ist die Wahrheit hier auf dieser Welt. Und es gibt keine andere Wahrheit, es gibt keine alternative Wahrheit, es gibt nur die Wahrheit oder die Lüge. Die Bibel ist absolut, Gott ist absolut und die Wahrheit ist absolut. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Und schließe mich den Worten von meinem Vorredner an. Lest eure Bibel. Maranatha. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. God is keeping track of every lie. There is no escape. Proverbs 19:5. I will tell the truth, for God will punish every lie. Proverbs 19:5. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape.